Ja, was sind die wichtigsten News heute? Dann talken wir mal über diese News. Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution und mit seinen schwarzen Schwänen, die Junge kriegen können, bei KenFM. Und Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie bei Thilo Jung, Jung und Naiv. Ja, also sozusagen der linkslastige oder links irrationale Christian Felber mit seiner unbrauchbaren Variante einer Gemeinwohlökonomie beim linkslastigen Thilo Jung. Das passt wie A auf Eimer, wie die Faust aufs Auge. Und der bürgerliche Dr. Markus Krall bei dem, ja, bei KenFM, der ja dafür immerhin eine gewisse Offenheit hat, die ja dann wahrscheinlich Thilo Jung nicht hätte. Ja, ich fange mal an. Das Merkwürdige ist nämlich, dass Dr. Markus Krall und Christian Felber, dass in deren Denksystem die beiden die identischen Dogmen drinstecken. Also ihr Zentralirrtum, ihre Zentralirrtümer, ihre zentralen Dogmen, unrealistischen Dogmen, sind bei beiden gleich. Das erste Dogma ist, Menschen können sich niemals irren. Weiß eigentlich jedes Kind, dass dieses Dogma ein Irrtum ist. Das zweite Dogma ist, Menschen können niemals verbrecherisch vorgehen. Auch das weiß eigentlich jedes Kind, dass das heute anders ist. Und das dritte daraus resultierende Dogma ist, Bedürfnisse können niemals künstlich erzeugt werden. Sogar bei den Beispielen sind beide gleich. Christian Felber erwähnt oft sein Bäckerbeispiel und Markus Krall macht das auch. So, dann geben wir mal diese drei zentralen Dogmen erstmal an hier. So. Ja, hier. Na, was ist mit der Maus los? Tütütütüt. So, da sind wir. Also, ich wiederhole es gern zum 100. Mal, weil Neues muss offensichtlich hunderte Mal wiederholt werden, bis es alle erreicht. Hier, dieser Händler sagt, eine Gruppe hat die andere nachts besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Und der sagt, versteht die Sprache schlecht, er irrt sich, er hat einen Irrtum und hört das Ganze im Sinne der stillen Post als eine Kommune hat die andere nachts heimgesucht und alle totgeschlagen. Das Merkwürdige ist, dieser mit dem Irrtum wird jetzt ganz viele seiner Steinäxte abgekauft bekommen, weil die Leute durch solch eine Erzählung, solch eine am Lagerfeuer dramatisch erzählte Geschichte, eine Irrtumsgeschichte, sozusagen ein künstliches Bedürfnis bekommen, nämlich ein künstlich erzeugtes Bedürfnis. Ein Irrtum erzeugt in den Zuhörern das künstliche Bedürfnis, oh, wir müssen uns schützen und wir müssen eventuell die Nachbargruppen totschlagen, bevor sie uns totschlagen, die Nachbarkommunen. Und dafür kaufen sie dann, belohnen sie den Händler für seinen Irrtum, den frei marktwirtschaftlichen Händler für seinen Irrtum und kaufen ihm seine ganzen Steinäxte ab. Der wird richtig
erfolgreich als Händler und kann deswegen aus seinem Erfolg heraus zwei Kinder ernähren und eine ganze Handelsdynastie entsteht über Generationen hinweg, bis dann so ein riesiges Handelsimperium aus seinem Anfangsirrtum resultiert. Dieser hier hat ja die Menschen, hat ja in den Menschen kein künstliches Bedürfnis künstlich erzeugt, weil er im Wahrheitsbereich Geschichten erzählt hat oder seine Märchen erzählt, seine Werbefirmen, alles, was er so rausgeflossen ist in die Kommunen, ist wahrheitsgerecht. Er verkauft fast keine Steinäxte, nur ganz wenige. Der wird werbemäßig und so weiter stärker und kann den hier kaputt konkurrieren, sodass nach drei Generationen seine Art auf Wahrheit basierter Tauschhandel eingestellt wird und ausstirbt, wie die Dinosaurier, und der überlebt. Also haben wir jetzt, hiermit haben wir bewiesen, aha, Menschen können sich irren und dadurch, dass sie sich irren, können sie Bedürfnisse in den Kunden künstlich erzeugen. Damit fällt das ganze Kartenhaus von Felber und Krall in sich zusammen. Ja? Dann jetzt noch das Beispiel verbrecherisch. Bei den Indianern, ja, in Nordamerika ist hier ein Händler. Der hat auch Winchester im Angebot und erzählt, naja, die Indianer sind ja eigentlich doch ganz friedliche Gesellen und so weiter und sind eigentlich sehr soziale Menschen und so weiter. Ja, dadurch, kaum jemand wird ihm jetzt besonders viele Winchester abkaufen, wenn er so wahrheitsgemäß von seinen Erfahrungen mit den Indianern berichtet. Dieser hier ist jetzt also nicht einfach im Irrtum, sondern ist wahrheitsgemäß, aber ist einfach ein Verbrecher. Und dieser Verbrecher geht jetzt hin, engagiert Leute, die sich verkleiden als Indianer und mit Pfeil und Bogen einen Siedlerdreck ermorden sozusagen. Und dann kommt die Nachricht sozusagen in die nordamerikanische Stadt, ja, diese Indianerschweine haben einen Siedler überfallen und ermordet und so weiter. Ja, hier sind die Pfeile und die Beweise und so weiter. Ja, und so. Ja. Und dieser Händler, der dieses Verbrechen angestiftet hat, der wird jetzt belohnt, der kriegt jetzt tolle Preise und kann ganz große Mengen an Winchestern verkaufen und so weiter. Und wird zum Begründer eines ganzen Waffenimperiums. Die Bürger der Stadt schlachten dann die Indianer ab und die Indianer schlachten wieder die Bürger ab. Und er kann ein riesiges Waffenhandels, generationenlang im Wilden Westen kann seine Familie sozusagen erfolgreich als Waffenhändler arbeiten. Ne? Und das zeigt auch wieder hier, dass hier wurden wieder in den Bewohnern der Westernstadt sozusagen wurde das künstliche Bedürfnisse nach Winchestern künstlich erzeugt. Ja, und jetzt haben wir alle drei Dogmen und Zentralirrtümer von Dr. Markus Krall und Christian Felber aufgedeckt und damit fällt ihre gesamte jeweiligen, die beiden Ansätze fallen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Sie sind weltfremd, unrealistisch, verstehen nichts von Menschen und sind also völlig irreal und damit eben fatale Irrwege. Ja? Das könnten wir hier natürlich aufhören, machen wir nicht. Wir gehen natürlich nochmal alles durch, was so an Notizen dazu da ist. Ja. Ja, also Dr. Markus Krall spricht einen interessanten Punkt an auch. Er beklagt so die Verantwortungslosigkeit des Einzelnen wegen der aus seiner Sicht ja sozialistischen Krankenversicherung. Quasi so die Leute nehmen zu viel Zucker, Tabak und Drogen und Alkohol und so weiter zu sich, weil ja die anderen bezahlen für die Schäden.
Die Frage sozusagen ist die Frage ist halt, und er empfiehlt natürlich sowas wie eine hohe private Krankenversicherung mit hoher Selbstbeteiligung, damit die Leute sozusagen für ihre eigenen Esssünden selber bluten müssen und damit der Markt das in diesem Sinne regelt. Das erinnert uns an bei den zweiten Scientists for Future 2 gibt es ja als Diskussionsvorschlag auch die Einführung einer Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie bei den Krankenkassen, was den gleichen Effekt hätte. Also ich kriege eine hohe Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie, wenn ich mitwirke, indem ich selber eben auch aufhöre, diese ungesunden Sachen zu essen. Und dadurch kriege ich eine volle Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie, während wenn ich durch diese ungesunden Sachen, die ich esse, häufiger krank werde und dann zum Beispiel operiert werden muss, dann wird mir zum Beispiel in manchen der Modelle von den zweiten Scientists for Future 2, der Unterabteilung vom Weltrat auf der Weisen, sozusagen, wird eben dann meine Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie reduziert, zum Beispiel um die Kosten dieses Krankenhausaufenthalts, sodass ich am Ende möglicherweise gar keine Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie kriege. Nur was ist jetzt bei Krall? Also darüber kann man durchaus diskutieren und nachdenken und so weiter. Und dieses Modell mit der hohen Selbstbeteiligung, also Krankenversicherung ausschließlich für Großkosten und im kleinen Bereich eben alles als Selbstbeteiligung, das sind durchaus intelligente Modelle, die besser sind wahrscheinlich als die gesetzliche Krankenversicherung. Darüber kann man jedenfalls diskutieren. Aber was ist jetzt der zentrale Denkfehler bei Markus Krall? Was macht er für einen Fehler? Wieder, er ist ja der Meinung, dass Menschen sich nicht irren können. Ja, also er sieht nicht aufgrund seiner zentralen Dogmen, seiner Irrtums, Zentralirrtümer und zentralen irrtümlichen Dogmen, sieht er ja nicht, dass auch eben in der freien Marktwirtschaft eben genau das, was wir hier haben, nämlich dass die Leute süchtig sind nach Zucker, Tabak und Alkohol und Drogen, Medikamenten und so weiter, dass das genau das der freie Markt erzeugen kann. Ja, wir haben hier wieder den sozusagen Händler, der bei der Wahrheit ist, sozusagen in der Wahrheit ist und der eben erzählt, ja, ist doch Geschichten erzählt, die so den Tenor haben und die Moral von der Geschichte haben. Ja, also ist doch ganz toll, dass hier in den Kommunen so wunderbar schmust, dass da also die Leistungsfähigen geliebt werden und auch die weniger Leistungsfähigen und alle haben so ein erfülltes Liebesleben und sozusagen ein Geschmuse und es ist doch herrlich, dass wir alle so glücklich sind und so viel Glückshormone ausgeschüttet werden. Und der sagt hier, der irrt sich und er sagt, irgendwie, die kriegt so einen Anfall von irgendwie von Irresein und er sagt, ach, ist das eklig, dieses Geschmuse und all dieser Körperkontakt und dieses jahrelange Stillen, das ist ja Kindesmissbrauch und so weiter. Ja, alles eklig und widerlich und unkeusch und unmoralisch und so weiter. Alles eklig, ja, widerwärtig. Und da Menschen die suggestibelste Art der Erde sind sozusagen, lassen sich nach und nach die Leute von solchen Botschaften beeinflussen und reduzieren ihr Geschmuse und ihr Liebesleben und ihr Stillverhalten und so weiter. Und kaufen dann dem Händler, werden dann anfällig für Süchte aller Art, weil sie jetzt einen Glückshormonmangel haben. Und wenn Menschen Glückshormonmangel haben, werden sie willenlos und kaufen also dem Händler
sozusagen hier diesem Händler ganz viele Konsumgüter ab, werden also kaufsüchtig und konsumsüchtig, und er kann deswegen viele Kinder ernähren, kann eine ganze Handelsdynastie begründen, besonders weil er auch so viel Einnahmen hat und so viel Tauschgewinne erzielt, dass er den auskonkurrieren kann und zum Aussterben bringen kann, ja? Und das bedeutet also, Dr. Markus Krall sieht nicht, dass die Menschen ja nicht einfach nur so zum Spaß Zucker und Tabak und so weiter konsumieren, weil sie sozusagen einfach sagen, ach ja, ich verkürze einfach mal mein Leben durch viel Zucker und so weiter und ich ruiniere einfach mal meine Gesundheit durch zu viel Zucker und Salz und Tabak und Alkohol und Medikamente und so weiter. Denn ich kriege ja kostenlos dann von der Krankenkasse die Behandlung dafür bezahlt. So, ich glaube, so sind Menschen nicht, ja, sondern die Wahrheit ist, ich bin so unglücklich, ja, mir fehlt so viel die Liebe im Leben und das Glück im Leben und so weiter, dass ich gar nicht anders kann. Ich bin da willenlos, ich kaufe diesen Zucker und stopfe den in mich rein, weil ich so unglücklich bin und weil ich mich irgendwie trösten muss über all das Unglück, das die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall in meinem Leben erzeugt hat. Und deswegen bin ich so willenlos und kaufe so viel Geschmacksdrogen, die fantastisch schmecken und die mich wenigstens ein bisschen befriedigen, auch wenn ich eigentlich doch irgendwo schon mal gehört habe, dass es mich krank macht. Aber ja, also Dr. Markus Krall unterschätzt diesen Faktor, ja. Das heißt also, auch wenn wir jetzt die Leute dafür bezahlen lassen, dass sie Zucker essen und so weiter, auch für die Krankheitskosten sie teilweise mitbeteiligen lassen, sei es über eine Selbstbeteiligung oder über die den Verlust der Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnung der zweiten Scientists for Future 2, bleibt im Ende immer noch stehen, dass sie eben immer noch diese ganzen krankmachenden Produkte konsumieren, weil sie ja immer noch so unglücklich sind und so glücksreduziert sind, ja? Und da irrt sich also Dr. Markus Krall wieder, weil seine Dogmen nicht stimmen, nämlich dass der Händler weder verbrecherisch handeln könnte, noch Irrtümer entwickeln könnte. Aber genau das ist eine menschliche Eigenschaft, die Dr. Markus Krall irgendwie nicht richtig sieht. Ja? So, dann haben wir hier dann nur so eine Randbemerkung jetzt zu dem Coronavirus-Phänomen. Also zurzeit sind sogar die Sporthallen offensichtlich geschlossen worden. Das bedeutet jetzt also, dass wir noch eine zusätzliche Immunschwächung dadurch kriegen, dass wir jetzt den immunstärkenden Sport unterbinden, ne? Jetzt müssen wir also sich quälen, irgendwo joggen zu gehen, damit man nicht so zu extremen Bewegungsmangel erleidet. Dann haben wir was haben wir noch hier? Ja, das ist ja eben der Punkt. Warum geht die Medizin nicht hin und empfiehlt den Leuten immunstärkendes? Gucken wir uns einen Schamanen an in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Ja? Gucken wir uns doch mal an hier. Hier haben wir den Schamanen, der sagt, Leute, sowas wie Coronaviren sind immer unterwegs. Ja, sowas kann jederzeit kommen und so weiter. Also Leute, ihr dürft nur Naturnahrung essen, herrlich reife, vitaminreife Früchte und Gemüse und Wildkräuter und alles und Pilze und Nüsse und so weiter. Und nur dann habt ihr ein tolles Immunsystem, dann müsst ihr euch viel bewegen, um diese Sachen zu finden und so weiter. Das ist gut, weil das auch wieder euer Immunsystem stärkt und sozusagen, ja. Und jetzt
Der wird also nicht viele Medikamente verkaufen können, der wird nicht viele Operationen verkaufen können, weil seine Leute durch seine Lebensstilmedizin total gesund bleiben. Und irgendwann muss er seine Praxis schließen, nach 3 Generationen hier, sein Urenkel muss die Praxis schließen, weil es sich einfach nicht rechnet. Ne? Und dieser hier, wo ist es, dieser hier, dieser Schamane, der irrt sich und sagt, ach nein, also diese Viren sind allmächtig und super gefährlich und bringen euch alle um. Das hat gar nichts mit eurer Ernährung zu tun. Fresst weiter ruhig nur weiter den Industriesondermüll, den Chemiesondermüll des Lebensmittelhändlers, ja, moderner Prägung. Fresst nur all diesen Zuckerkram und all das andere krankmachende Zeug. Das andere Zeug, das ist ja alles nicht krankmachend, das ist ja nicht die Ursache, sondern der Virus ist halt so mächtig und deswegen braucht hier unsere chemischen Keulen, um den Virus zu besiegen, obwohl es ja, glaube ich, gar kein Medikament gibt, das überhaupt Viren töten kann, im Gegensatz zu Bakterien. Und kauft unsere Tests und kauft unsere Impfungen und so weiter, dann können wir so richtig schön verdienen. Das sagt er natürlich nicht, weil er irrt sich einfach nur, er glaubt einfach, dass er die Sache richtig sieht und der wird jetzt unheimlich viel einnehmen und dann kann er viele Kinder ernähren, hier 2 Kinder, die dann Ärzte werden und Professoren der Medizin werden und dann hier das Kind hat 3 und dann entsteht eine ganze Medizinerfamilie, eine ganze erfolgreiche Medizinerdynastie. Eben, weil man sich geirrt hat. Und deswegen kriegen wir heute die Tatsache, dass die Ärzte nicht erzählen hier, frisches Obst, frisches Gemüse, am besten fasten, denn dann habt ihr nach 4 Tagen, wie Dr. Med, Rüdiger Dahlke erzählt hat, dass man nach 4 Tagen Fasten angeblich ein super starkes Immunsystem hat. Ja? Also wenn ihr doch eine Spur von Corona merkt, dann sofort fasten und danach nur noch herrliche, reife Früchte, am besten alles super Bio-Qualität, vielleicht von orkos.com oder von Lebe Gesund oder früher gab es die essbarenlandschaften.de und da konnte man Wildkräuter bestellen und so weiter und so. Also auf jeden Fall frische Vitamine und alles. Aber wahrscheinlich ist Fasten sogar das Beste, um das Immunsystem kurzfristig, ein paar Tage Fasten, um das Immunsystem auf maximale Leistung zu bringen. Ja, aber eben da unsere Medizin groß geworden ist im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, hat sie natürlich maximale Irrtümer angehäuft und deswegen sagen die Ärzte, geben überhaupt keine, die sogenannten Experten, ja, die dann können ja nur ihre Irrtümer weitergeben und können also den Menschen also nicht helfen, selber etwas gegen für die Stärkung ihres Immunsystems zu tun. Denn alles immunfördernde Wissen ist ja tendenziell immer ausgestorben und übrig geblieben sind die erfolgreichen Irrtumsträger. Ne? Ne? Ja. Medizin kann natürlich das größere Geschäft machen, wenn sich alles über viele Monate hinzieht. Also wenn die Leute sich jetzt also nur Stück für Stück an, auch das muss man sich als Gedanken klar machen, wenn die Leute jetzt sich also nur Stück für Stück anstecken und über viele Monate sich das Ganze hinzieht, wird zwar die gesamte Volkswirtschaft zerstört, weil monatelang alles stillsteht, ja, sie können dann natürlich jeden Einzelnen im Krankenhaus voll versorgen und abrechnen, ja? Während wenn sie viele auf einmal haben, können sie ja nicht maximal abrechnen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Tatsache, dass zum Beispiel ganz bewusst ja in der Evolution bestimmte Tiere
alle gleichzeitig schlüpfen, damit die Raubtiere eben keine Zeit haben. Die sind dann schon satt und müssen viele überleben lassen, viele Kinder überleben lassen, während wenn sich das über Monate strecken würde, könnten die Raubtiere einfach alle nach und nach fressen. Und so ähnlich ist das jetzt auch bei der Medizin. Natürlich kommt das der Medizin entgegen, wenn die Virusausbreitung verlangsamt wird, weil sie dann jeden Einzelnen voll versorgen können und entsprechend voll abrechnen können. Ne? Ja, jetzt können also jetzt viele nacheinander abgerechnet werden. Wäre der Virus wirklich relativ schlagkräftig, dann könnte es ja sein, dass es durchaus auch vernünftig sein könnte, aber dann wird es sich auch so zeigen, dass dann die ganze Welt ihren Betrieb stillsteht und dann verändert sich durch dieses Stillstehen der Wirtschaft wenigstens nicht die relative Position im weltwirtschaftlichen Wettbewerb. Ne? So. Ja, aber letztendlich muss man sich nochmal klar machen, auch die Corona-Geschichte jetzt zeigt ja, dass Pharma- und Medizinindustrie eben staatsdominierend sind, genauso staatsdominierend wie die Waffenindustrie, die es ja immer wieder schafft, dass die USA immer wieder Kriege führt, die eben Umsatz bringen. Auch wenn zum Beispiel, wo ist der letztendliche Gewinn gewesen beim Vietnamkrieg? Hat die USA da wirklich profitiert durch den Eingriff in Vietnam oder hat am Ende nur die US-amerikanische Waffenindustrie gut verdient? Ne? Also das müsste man da auch nochmal klären. Ne? Oder hat jetzt die USA wirklich riesige Gewinne erzielt bei der Öl, bezüglich des Öls zum Beispiel durch den Krieg im Irak? Ja, ist da wirklich, oder ist es nur die amerikanische Waffenindustrie, die unzweifelhaft gewonnen hat? Ne? Ja, dann Greta Thunberg, Fridays for Future-Begründerin, fordert den Schutz indigener Völker. Da haben wir wieder diese Träumerei. Ja? Also da haben wir wieder dieses Unrealistische der linksextremistischen Gesamtsekte sozusagen, dieses ganze Fantastereien, ja, als ob man eine Bevölkerung eines Landes, der Mensch stammt aus Kommunen von 60 bis 120 Individuen, ja, und als ob man jetzt so einfach mal durch solche Appelle die Menschen, die gerade mal fähig sind, 120 Individuen zu lieben und vielleicht gerade es noch schaffen, die eigenen staatlichen Mitbürger so halbwegs irgendwie zu lieben und zu begünstigen. Jetzt will man die das, also dass quasi das umgekehrt wird, die ganze Welt, die ganze Außenwelt außerhalb des eigenen Staates war sozusagen in den letzten Jahrhunderten eigentlich nur Ort für Plünderungen, so wie die europäischen Siedler nach Nordamerika und Südamerika gegangen sind und einfach nur dorthin gegangen sind, um zu plündern, ja, und die indigenen Völker abgeschlachtet haben. Jetzt will Greta Thunberg, dass das alles umgekehrt wird und sich die Frage ist, kann das Erfolg haben? Ja? Etwas, das total genau das Gegenteil ist. Wir haben ja heute noch, dass unsere Wirtschaft sozusagen kolonialistisch ist und also so unser gesamtes Wirtschaftssystem hingeht und die Länder der dritten Welt plündert und nicht fördert oder so. Und jetzt fordert Greta also quasi, dass da die ganze Welt einfach so eine Kehrtwende machen würde, soll, nur weil sie das sagt. Also das sind so Träumereien. Ich glaube nicht, dass das auch nur die geringste Chance für Erfolg hat, anstatt dass Greta Thunberg und Fridays for Future einfach erstmal das Angebot der zweiten Scientists for Future annehmen, erst einmal sozusagen hier der zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat sozusagen annehmen und den Kohlestopp 2026 für Deutschland bekommen und dann 900 Milliarden fürs Klima innerhalb von 7 Jahren bekommen für Deutschland, weil die ein dauerhaftes Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen jährlich erzeugen können.
ja, durch die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, ja, anstatt das anzunehmen und dann erstmal den eigenen Mitmenschen im eigenen Lande ein gesünderes und glücklicheres und längeres Leben zu ermöglichen, ja, wollen sie als allererstes, es ist quasi immer so, ja, die indigenen Völker retten, aber nicht die Bevölkerung Deutschlands retten oder Europas retten. Ne? Also das sollte erstmal der erste Schritt sein. Und wenn wir dann in der ganzen Welt wieder gesunde Verhältnisse hätten und eben die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise durch den des Kapitalismus durch die zweiten Scientists for Future 2 hergestellt wurde, die einzigen, die das halt kompetent können auf der Welt, nach 50 Jahren entsprechender Arbeit daran. Ja, anstatt dass das gemacht wird, werden völlig illusorische, träumerische Forderungen gestellt. Das kann natürlich da auch daran liegen, dass eben, ja, also diese, wo steht das jetzt hier, dass einfach hier, der letzte Bemerkung hier, dass NGOs generell schädlich sind, vielleicht eben auch Fridays for Future, ja, vielleicht ist es so wirklich so, wie das in dem Filmbeitrag war, ja, von der öffentlich-rechtlichen Fernseher, da wurde gezeigt, hier wäre jetzt eine wahrheitsorientierte NGO und hier ist eine entweder verbrecherische oder sich irrende NGO, ja? Und die verbrecherische, da wurde aufgezeigt, dass da also eine verbrecherische NGO war, die hat also sozusagen Kinder ihren Eltern weggenommen, hat also Kinder erzeugt, die entsprechend gelitten haben darunter, dass sie von ihren Eltern weggenommen wurden. Und dann wurden die Kinder gezwungen zu sagen, dass sie eben Waisenkinder seien. Und dann wurden die jungen Menschen in der ersten Welt abgezockt, gnadenlos, betrügerisch abgezockt. So nach dem Motto, ihr dürft jetzt hier Geld dafür bezahlen, dass ihr also in die dritte Welt fahren könnt und könnt den weißen Kindern was Gutes tun, indem ihr sie betreut, sozusagen. Und so wurden dann diese jungen Leute abgezockt und die Geschäftsführer haben sich wahrscheinlich kaputt gelacht über den gelungenen Betrug. Ja? Und die Frage ist, so eine NGO kann richtig Wirbel machen, kann auch über die Medien bekannt werden, kann so richtig ist einflussreich werden, kann von den Medien berichtet werden, die dann auch auf diese NGOs reinfallen. Während hier eine wahrheitsorientierte NGO, wo die Geschäftsführer nichts verdienen, wo alles gemeinnützig ist, die können erreichen gar nicht so viel Öffentlichkeit und so viel können die Journalisten nicht erreichen, bleiben klein und winzig und so weiter. Und helfen wirklich den Menschen oder so. Ist es nicht so, dass unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft eigentlich jede NGO zumindest nach einiger Zeit solch ein Irrtumssystem wird, also dass eigentlich mehr die Schäden erzeugt, die es vorgibt zu beheben? Also sozusagen, wie Karl Kraus mal gesagt hat, die Psychoanalyse ist die Krankheit, für deren Therapie sie sich hält, da hat er sicherlich recht, ja, und so weiter gehabt. Und ist nicht eventuell die NGO genau die Wurzel des Schlechten, das es vorgibt zu bekämpfen? Ist also möglicherweise Fridays for Future auch solch ein Betrugssystem? Ja, diese Frage müssen wir stellen, denn verhalten tun sie sich, als wären sie Betrüger. So nach dem Motto, sie verhalten sich so, ach nö, Kohlestopp 2026, das Angebot interessiert uns nicht und ist uns keiner Diskussion wert, sozusagen, ja, weil es uns ja sowieso eigentlich nur um die Spendengelder geht oder nur darum geht, wie der Tom Rathke geleakt hat aus Hamburg, dass eben das Ganze nur eine Organisation ist, um die Wahlstimmen der Grünen zu erhöhen, also und letztendlich dabei gar kein Interesse besteht, wirklich was beim Klima zu ändern, was übrigens bei den
mit Demonstranten der Orga-Teams anders ist. Da stellte ich fest, dass es da ein mehrheitliches Interesse an der Lösung des Problems gibt. Ne? Aber vielleicht sind eben gerade die Orga-Teams eben damit jeweils der harte Kern einer NGO immer das Gegenteil von dem, was sie vorgeben. Sie sind eher die einfach dadurch profitieren wollen, dass Probleme erhalten bleiben und dann kann man zum Beispiel die Spender abkassieren oder so. Ich weiß es nicht. Also das schickt man eine E-Mail oder so. Wir wissen nicht, was mit den Kommentaren los ist. Die Kommentarfunktion funktioniert jedenfalls offensichtlich nicht sauber. Irgendwas stimmt da nicht. Aber man kann ja jederzeit an die zweiten Scientists for Future 2 E-Mails schicken und die werden dann ja gelesen, ne? Schluck Wasser wieder. So, dann gehe ich jetzt mal weiter. Dr. Markus Krall sagt, die Kaste der Manager der Aktiengesellschaften führt ein Eigenleben auf Kosten des Staates. Zum Beispiel, die Banken sind zu big to fail. Und der Aktionäre. Also er sagt, also das was bei den zweiten Scientists for Future 2 auch früher immer mal Thema war, wie weit sind auch die Unternehmen, nicht nur der Staat schlecht geführt, sondern auch die Unternehmen schlecht strukturiert und wie weit erlauben die eine Bildung von Königreichen, also von Top-Managern, also von Managern, die dann eigene Königreiche entfalten mit eigenen Hierarchien in dem Königreich und Diensten wo dann also eben sozusagen auf Kosten des Betriebes und des Unternehmens und wie Markus Krall am Beispiel der Banken zeigt, auf Kosten des Staates, also sozusagen den Staat schröpfen im Beispiel der Banken als Bankmanager und generell auch die Aktionäre schröpfen, weil eben, wie gesagt, auch dort ist ja der Irrtum, dass man glaubt, bei allem steht der Glaube, wenn einer sagt, er arbeite hart für die Unternehmensziele oder die Kundenziele, dann würde er das auch tun. Vielleicht arbeitet er nur für seine persönlichen Vorteile im Rahmen des Unternehmens, weswegen die zweiten Scientists for Future 2 auch vorgeschlagen haben, dass es Leistungsranglisten im Unternehmen geben muss, die an die harten Daten der tatsächlich erreichten Unternehmensziele sozusagen andocken oder daran angekoppelt sind. Und dabei ist es dann von Vorteil, dass man alles im Tandem-Verfahren macht, dass man ein Unternehmen also in zwei Unternehmen aufspaltet, damit man sehen kann, welcher Geschäftsführer mit welcher Hälfte des Unternehmens den größeren Gewinn oder die größeren Erfolge erzielen kann und so weiter. Also wir haben also auch nicht nur im Staat die falsche Staatssteuerung, sondern auch wir haben die falsche Unternehmenssteuerung, weswegen ja die zweiten Scientists for Future 2 auch angeboten haben, kostenlos ein großes Unternehmen der Erde zu einem super erfolgreichen Unternehmen zu machen. Ja. Ja, dann gehe ich nochmal hier zurück zu der Seite. Moment, Aufzeichnung, ja. Ja, gut. Das habe ich jetzt erklärt. Diese Seite ist erledigt. Ja, also das heißt, das war der Exkurs zur Tatsache, dass Dr. Krall mich nochmal daran erinnert hat, dass natürlich auch in den Unternehmen wir das Gleiche haben wie im Staat, nämlich die falsche Steuerung. Ja? Das ist also Kralls freie soziale Marktwirtschaft wird der Natur des Menschen nicht gerecht. Das habe ich ja am Beispiel dieser drei Dogmen gesagt. Dieser drei irrtümlichen Dogmen ja aufgezeigt. Und er glaubt eben auch an den Zentralirrtum, der Adam Smith möglicherweise fälschlicherweise in den Mund gelegt wurde, nämlich dass
wenn alle sozusagen ihre individuellen egoistischen Ziele verfolgen würden, dass das dann im Rahmen des Marktgeschehens zum Nutzen aller wäre. Das habe ich ja eben widerlegt, nämlich weil wenn Menschen sich irren können oder gar verbrecherisch handeln können, dann können sie auf schwerste Weise das Lebensglück und die Gesundheit der Menschen schwerst beschädigen, um so künstliche Bedürfnisse zu erzeugen und Kaufsüchte und Konsumsüchte zu erzeugen. Und das heißt, das, was Adam Smith vielleicht fälschlicherweise, er soll nämlich nicht so unkritisch gewesen sein wie der Professor Claudius Strube bei den zweiten Scientists for Future 2 erwähnt hat. Also da wird einem, dem Adam Smith, möglicherweise Unrecht getan, indem ihm da also das Märchen von der Invisible Hand in dieser banalen Form, in dieser abergläubischen Form in den Mund gelegt wurde, als sei der Markt wirklich immer gut. In Wirklichkeit ist der absolut der freie Markt des Dr. Markus Krall einfach absolut schädlich für Milliardäre und alle anderen Menschen auch. Ja, Krall versteht nicht die Eigendynamik des Arbeitsamtes und der Wohlfahrtsindustrie. Er versteht nicht, dass selbstverständlich da auch das Gleiche wieder geschieht, nämlich dass hier der Arbeitsamtmitarbeiter, der sagt, ich kann doch die Menschen nicht allein lassen, da ist jemand arbeitslos, den hole ich morgens zu Hause ab, dann sprechen wir unterwegs, sprechen wir über seine Lebensziele, was er eigentlich, ob er nicht doch sozusagen den Spaß haben möchte, viele nette Kolleginnen und Kollegen zu haben und unter Menschen zu kommen, am Sozialleben, an den Betriebsfeiern und überall teilzunehmen und ob er nicht doch da eine gewisse Freude entwickeln könnte und so weiter. Und dann gehe ich mit dem von Unternehmen zu Unternehmen und bringe den unter und dann ist er weg. Ist er als Kunde des Arbeitsamts weg? Ich habe einen Kunden verloren. Scheiße. Ja. Und der andere, der ist im Irrtum und sagt, nein, also die Leute müssen ja schon selbst aktiv werden, der sollte sich doch mal, soll doch mal 1000 Bewerbungen schreiben und so weiter, ja, und so. Und hier, der hat ja gesagt, nee, und wenn der Betrieb den nicht nehmen will, dann zahle ich dem Betrieb halt Geld dafür aus meinem Etat, dass er den einarbeitet sozusagen und bezahle ihn dafür, dass er ihn einarbeitet und dann können wir ja später nochmal drüber sprechen, ob er jetzt wirklich so wenig Nutzen bringt, wie der Unternehmer gefürchtet hatte. Ne? Und dieser hier, der sagt, ach nein, ich zahle lieber viel Geld an irgendwelche fragwürdigen Qualifizierungskurse oder Maßnahmen aller Art, anstatt einfach das Geld dem Unternehmer zu geben, damit er ihm die Chance gibt, einen Job Also und unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft wird immer diese Ideologie sich, diese Arbeitsamtphilosophie durchsetzen, denn dann bleiben alle Leute arbeitslos, weil das keine Hilfe ist sozusagen. Und die Leute bleiben arbeitslos, bleiben als Kunden erhalten. Es werden neue Mitarbeiter bewilligt für das Arbeitsamt. Dieser wird Vorgesetzter, neuer Mitarbeiter, kriegt ein höheres Gehalt, fühlt sich wichtiger, fühlt sich als Boss sozusagen, ist ja dann auch Boss und so weiter. Und kann dadurch im Privatleben die Frauen stärker beeindrucken, findet dadurch eine attraktivere Partnerin und so weiter. Und der hat das Nachsehen. Und das muss eben auch umgekehrt werden. Und das können eben nur die zweiten Scientists for Future 2. Ja, und das steht ja dann alles auf der Homepage, wie das gemacht wird, wie die Reform des Arbeitsamtes auszusehen hat. Ja. Also er versteht nicht, dass auch in der Wohlfahrtsindustrie immer das gleiche Prinzip gilt. Je mehr ich dafür sorge, dass Menschen, das ist so ähnlich wie bei den NGOs, je mehr ich dafür sorge, dass die Menschen in Not bleiben, durch eine Irrtumsphilosophie, desto mehr Karriere kann ich machen in dem System. Ja, das ist die Eigendynamik der Wohlfahrtsindustrie und der Bürokratien und so weiter. Ja. Also alle staatlichen Systeme müssen von den zweiten Scientists for Future 2 korrigiert werden. Ja.
durch den sanften Ausstieg aus der freien sozialen Marktwirtschaft, die nämlich auch in den Bürokratien Schädliches anrichtet. Ja, Krall macht ja so eine Spaltung. 18 Millionen Menschen in Deutschland erwirtschaften angeblich alles. Und die 66 Millionen leben dann von diesen 18 Millionen Aktiven. Das stimmt natürlich so nicht, denn zum Beispiel, er bringt ja selbst das Lehrerbeispiel, zum Beispiel die 18 Millionen könnten ja gar nichts erwirtschaften ohne die staatlichen Lehrer, die die Mitarbeiter teilweise qualifizieren und ihnen wenigstens manchmal noch Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Ja? Also das heißt, so einfach ist das nicht. Ja? Und wie er selbst sagt, Feuerwehrleute oder was auch immer, das sind natürlich staatlich Bedienstete. Und er will ja eigentlich auch all diesen staatlich Bediensteten das Wahlrecht wegnehmen und so weiter. Naja, das sind alles Dinge, die so gar nicht nötig sind, denn wenn die zweiten Scientists for Future 2 den sanften Ausstieg aus dem Kapitalismus also durchführen, dann ist das Lösung genug, dann haben wir sowieso die Lösung aller Probleme. Ja? Und ich sage es nur mal ganz kurz, das Beste auch für die Milliardärskönige, für unsere geliebten Milliardärskönige wäre die Einführung, wäre zumindest erstmal diskutieren über irgend so etwas wie das Lösungsmodell der zweiten Scientists for Future, die Einführung einer Wohlfühlstimme, einer Wohlfühlnotenwahlstimme, die auch dem Milliardär die Möglichkeit gibt, sozusagen den letztendlich dafür zu sorgen, dass die anderen Milliardäre nur noch dann gut verdienen, wenn sie nicht mehr seine Gesundheit, sein Lebensglück und seine Langlebigkeit beschädigen und ihn zum Konsumsüchtigen machen, sondern dass sie sein Lebensglück fördern. Und dann fördern sich alle Milliardäre gegenseitig das Lebensglück und vielleicht wollen dann alle freiwillig wieder in Kommunen leben. Und wenn sie dann ihre Kommunenmitglieder, die Frauen und Kinder ihrer Kommune, wieder herzlich lieben, dann werden sie vielleicht als Milliardärskönige wieder das tun, was alle, was die Bonobos tun, die Bonobos-Männer tun und was vor 400.000 bis 300.000 Jahren wohl auch alle späten Homo erectus, also unsere Urgroßeltern getan haben, nämlich dass die Männer immer alles den Frauen und Kindern schenken, denn mehr als in einer Kommune geliebt zu werden, geht für menschliches Leben als Glück nicht, also werden dann die Milliardäre, wird die Schere zwischen Arm und Reich vielleicht von selber freiwillig zusammengehen, weil die Milliardärskönige alles wieder ihren geliebten Kommunenmitgliedern, den Kindern und den Frauen schenken. Ja? Und dann verteilt sich das wieder auf alle. Ja, das heißt, Krall versteht auch nicht, wie das Lehrertum seine Eigendynamik entfaltet. Ganz kurz wieder nur, hier haben wir wieder den Lehrer, den Hauslehrer vor Jahrhunderten, ja, der also die Kinder schnell und zügig mit allem Wichtigen unterrichtet und sie dann schnell ins Arbeitsleben entlässt und so weiter, ja. So, und alles Wichtige beibringt, das ihnen auch eine hohe Kreativität ermöglicht, also auch das nötige, richtige Maß an vernünftiger Allgemeinbildung, überall den neuesten Stand der Erkenntnisse beibringt und sonst nichts. So, und dann war hier den Lehrer, der sich irrt und der sagt, ach nein, das müssen die Kinder noch lernen und das sollen sie noch lernen und das sollen sie noch auswendig lernen. Der den Kindern regelrecht den Spaß am Lernen verdirbt mit langweiligen, unpraktischen Dingen und so weiter. Und dann bleiben viele Schüler sitzen oder viele Schüler brauchen der Lehrer sagt dann auch, nee, das Kind ist so dumm, das braucht halt noch mehr Stunden, dann bewilligen die Eltern noch mehr Hauslehrerstunden und so weiter und er kann ganz lange von diesen wenigen Schülern, die er hat, ganz lange lernen, weil er deren Fortschritt eben so gut wie möglich behindert, unbewusst, durch bestimmte Irrtümer, an die er glaubt. Und dieser Irrtumsträger wird eben auch wieder wirtschaftlich größeren Erfolg als Hauslehrer haben und eine ganze Hauslehrerdynastie
begründen, aus der das heutige Lehrertum dann entsteht, sozusagen als der, der wirklich was Gutes für die Kinder getan hat. Und deswegen müssen wir natürlich auch im Lehrertum die ganzen Anreize umdrehen und müssen eben den Erfolg von Lehrertum messen anhand der Daten der Steuerleistungen der Absolventen des Lehrertums. Ne? Das ist sehr kompliziert, weil jedes Kind natürlich sehr viele Lehrer und Hochschullehrer im Rahmen seines Lebens hat. Das ist sehr kompliziert, aber das können die zweiten Scientists for Future 2. So. Ja, dann haben wir wir müssen alle Bereiche der Gesellschaft müssen vollständig befreit werden von diesem kapitalistischen, frei sozialen, marktwirtschaftlichen Teufelsmechanismen, die immer das Schädliche sozusagen groß werden lassen, nämlich die gewinnbringenden Irrtümer oder die karrierebringenden Irrtümer, ne? Ja, Krall zeigt immer wieder, auch bei KenFM, dass er halt dieses völlig undifferenzierte Schubladendenken hat. Er spricht von dem Sozialismus, dem Kommunismus und von der Planwirtschaft, anstatt davon zu sprechen, welche Variante davon meint er denn? Meint er die Variante irgendwelcher geistig behinderten Raubmörder wie Stalin, die also Menschen ermorden lassen und so weiter, oder wie Mao? Meint er deren stümperhafte Variante einer Planwirtschaft, die natürlich zum Scheitern verurteilt war, oder was meint er denn? Ja? Denn er selbst, widerspricht sich auch immer wieder selbst, ja, hier sozusagen er mit seinen schwarzen Schwänen und deren Kindern, ja, er selbst sagt, das Kartellamt sei gut, weil es Monopolbildung behindert und jedenfalls soll und den Wettbewerb erhalten soll, nämlich den freien sozialen marktwirtschaftlichen Wettbewerb, ja. Da findet er plötzlich, denn das Kartellamt ist aber auch Planwirtschaft, da findet er es aber komischerweise gut, ja. Dabei gibt es doch für ihn nur die schlechte Planwirtschaft. Nein, aber da findet er plötzlich planwirtschaftliche Elemente gut, ja. Und dann, was ist damit, ja, wenn man ihn jetzt fragen würde, dann würde er bestimmt auch einräumen, dass die Subventionen, die er so sehr hasst, als Element einer Planwirtschaft, dass er die wahrscheinlich jetzt begrüßen würde, wenn ich ihm klar machen würde, dass natürlich Deutschland besser oder Europa besser getan hätte, zum Beispiel bei manchen Produkten doch ein Minimum an eine Art Autarkie zu erhalten, sodass, wenn der ganze weltweite Transportkladderadsch einfach mal einbricht, sozusagen, dass wir dann eben immer noch ein Minimum an Autarkie behalten und haben. Das ist auch Planwirtschaft, aber das ist doch eine sinnvolle Planwirtschaft. Ja? Also die zweiten Scientists for Future 2 wollen einfach die ideale Form der Planwirtschaft machen, wo ganz gezielt Marktwettbewerb, Leistungsmessung und transparente Leistungsranglisten überall eingeführt werden, dort wo es sinnvoll ist und dort Subventionen und Kartellamt und so weiter eingesetzt werden, wo sie sinnvoll sind. Ja? Also das Richtige, sozusagen die richtige Form der Planwirtschaft aus Wettbewerbselementen, aber auch aus Subventionselementen und so weiter. Ne? Ja, so, das war's. Das waren die wichtigen News. Also, für jetzt. Tschüssi.